Und noch ein Thema, über das sich viele ärgern. Dieselfahrverbote. Hamburg, Stuttgart und bald auch Frankfurt. Die Stadt, in der deutschlandweit die meisten Dieselfahrzeuge zugelassen sind. Das hat auch damit zu tun, dass viele Unternehmen in Frankfurt große Fuhrparks unterhalten. Und Firmenautos sind meist Diesel. Darunter fallen auch Dienstwagen, die exklusiv von Mitarbeitern genutzt werden dürfen, auch für private Fahrten. Die werden vom Staat subventioniert, was zunehmend kritisiert wird. Dicke Luft in Hamburg, Stuttgart und Frankfurt. Nur noch mit Fahrverboten lassen sich in diesen Städten Verschmutzungsgrenzwerte einhalten. Das Straßenbild prägen Dieselfahrzeuge, die als Dienstwagen vom Staat hoch subventioniert werden. Wer seinen Firmenwagen auch privat fährt, versteuert gerade mal 1% vom Listenpreis monatlich. Die Verkehrswende wird so ausgebremst. Es ist eine umweltschädliche Subvention, weil durch diesen Anreiz besonders teure Fahrzeuge begünstigt werden, die häufig auch größer sind, stärker motorisiert und tendenziell auch mehr CO2 ausstoßen. Hinzu kommt, dass durch den Flatrate-Charakter dieser Regelung diese Fahrzeuge mehr genutzt werden. Vor allem die deutsche Autoindustrie profitiert von dieser Subvention. Mehr als die Hälfte der von Unternehmern angeschafften Neuwagen kommt aus den Fabriken von Porsche, Mercedes, Audi und BMW. Durch die Dienstwagenregelung sind auf dem Fahrzeugmarkt Autos erfolgreich, die sonst als Privatwagen schwer hätten. Wenn wir uns beispielsweise den Audi A8 anschauen, ein Oberklassefahrzeug, was ungefähr mit 90.000 Euro in der Liste steht. Von diesem Fahrzeug wurden im ersten Halbjahr 2018 ungefähr 1.700 Fahrzeuge zugelassen. Davon waren nur 20% Privatwagen, der Rest wurde gewerblich zugelassen. Daran sehen wir, dass viele Fahrzeuge gar nicht als Privatwagen gekauft werden würden, sondern eben nur über diese Regelungen in den Markt kommen. Es sind auch viel häufiger Dieselfahrzeuge, wodurch auch noch einen zusätzlichen Anreiz besteht, den Diesel am Leben zu halten bzw. im Markt zu lassen. So lag der Anteil von Dieselfahrzeugen, die als Dienstwagen zugelassen wurden, im vergangenen Jahr bei fast 65%. Zum Vergleich, bei den Privatkunden betrug der Anteil von Dieselneuzulassungen gerade einmal 22%. Ausgerechnet im Autoland Baden-Württemberg wollen die Städte Freiburg und Mannheim Skeptiker überzeugen, dass die Verkehrswende andere Schritte erfordert. Mit guten Beispielen treten sie den Beweis an, dass man Stadtverkehr auch anders organisieren kann, wie hier im Freiburger Stadtteil Vauban. Mit Carsharing, einer fahrradgerechten Infrastruktur und einer guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz setzt die Kommune Anreize für den Verzicht auf das eigene Auto. Das Konzept hat auch Familie Helm überzeugt. Ganz klarer Vorteil ist einfach, dass es wenig Autos gibt und die, die es gibt, die fahren langsam, sind alles Spielstraßen und ich kann unseren Sohn ganz easy alleine in die Schule laufen lassen. Anwohner ohne eigenes Auto werden finanziell entlastet. Anders als es die Landesbauordnung vorschreibt, müssen sie keinen Stellplatz finanzieren. Ökologisches Verhalten zahlt sich aus. Mitentwickler des Konzepts, Architekt Wolfgang Heinze. Bei der Autoreduktion stellen sich die meisten Leute erstmal vor, dass das aus ökologischen Gründen passiert. Das heißt weniger Abgas, weniger Lärm, Kinder können auf der Straße spielen. Aber hier ist es so, im Vauban, dass dieser finanzielle Aspekt ganz wesentlich ist. Wenn ich kein Auto habe, dann brauche ich auch dafür den Pkw-Stellplatz nicht zu errichten. Und normalerweise muss ich das ja immer. Das heißt, ich zahle für eine Infrastruktur, die ich überhaupt nicht benötige. Und das Quartierkonzept geht auf. Auf 1000 Einwohner kommen im Vauban knapp 200 Fahrzeuge. Im Bundesdurchschnitt sind es fast dreimal so viele. Auch im Mannheimer Quartier Benjamin Franklin wird die Zahl der Autos reduziert. Knapp 40 Euro im Monat kostet hier ein Stellplatz zur Miete. Zum gleichen Preis können die Anwohner eines der Autos des E-Carpools benutzen. 16 Autostunden erhält man für den Preis. Eine Alternative, die sich für viele rechnet. Als wir hierher gezogen sind, hatte ich noch ein eigenes Auto. Und dann wurde uns das Mobilitätskonzept vorgestellt. Und ja, dann konnte man sich ganz einfach ausrechnen, dass die Kosten für ein E-Auto, das man hin und wieder benutzen kann, deutlich geringer sind als ein eigenes Auto, für das man quasi jeden Tag Kosten bezahlt. 5 Elektroautos stehen in der zentral gelegenen Quartiersgarage momentan zur Verfügung.
In den kommenden Jahren will Geschäftsführer Oliver Leicht den Pool weiter aufstocken. Das Dienstwagenprivileg hält er für kontraproduktiv. Wenn Sie bedenken, ich muss ein Auto nutzen können, weil Sie nicht den echten Wert bezahlen müssen, dann machen Sie sich gar keine Gedanken über die Alternativen. Und deswegen nutzen Sie genau immer bedenkenlos Ihren Autoschlüssel und fahren los. Egal, ob Sie alleine in einem Sechssitzer sitzen oder mit einer Familie. Und das macht alle anderen Bemühungen ziemlich zunichte. Das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut der Universität Köln hat sich mit der steuerlichen Seite des Dienstwagenprivilegs beschäftigt. Was die steuerliche Sonderbehandlung von Dienstwagen Staat und Steuerzahler jedes Jahr kostet, können Wissenschaftler wie Michael Töne nicht genau beziffern. Wir haben ausgerechnet, dass es in einer sehr weiten Spanne liegt. Die Untergrenze liegt etwa bei 800 Millionen, das haben wir 2016 auch nochmal überprüft. Und die Obergrenze liegt bis zu 4,7 Milliarden Euro im Jahr Steuermindereinnahmen aufgrund dieser Regelung. Teure Dienstwagen auf Kosten der Steuerzahler und eine Studie, die ohne Konsequenzen blieb. Man hat aus den Ergebnissen nichts gemacht. Also man hat das Zähneknirschen veröffentlicht, aber dann auch weiter nichts gemacht. Wir fragen bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz an, warum er Dienstfahrzeuge in dieser Form nach wie vor steuerlich begünstigt. In der Ministeriumsantwort heißt es: Die derzeitige Besteuerung der Privatnutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs ist keine Subventionsvorschrift oder Privilegierung. Mit Beamtendeutsch die Verkehrswende voranbringen, das wird schwer. Freiburg und Mannheim versuchen es mit Beispielen aus dem Alltag.